Hallöchen und willkommen zurück, ihr kleinen Schlingel. Wir befinden uns hier in der Elektro-Arena in Sonnewick oder Sonnwick. Wohl die härteste und krasseste Arena, die uns bevorsteht. Und Freunde, bevor wir den Part starten, ich habe jetzt noch ein bisschen trainiert. Ein bisschen. So ein bisschen. Und ihr seht, es ist schon wesentlich später. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden mittlerweile, ne, trainiert. Guckt euch mal an, was in 2 Stunden Training mit dem Kampfhahn dabei rumkommt. Ja. Wir haben Schweinerei. Endlich ein Mammutl. Mit guten Werten. Für Level 38. Kann man echt nicht sagen. Natürlich, die Defensive lässt sehr zu wünschen übrig. Aber die KP-Anzahl und die Offensive, not bad. So, ich gehe einfach mal am besten durch, damit ihr die auch sehen könnt, ne? 114er Bizeps und das mit Level 38 schon, Leute. Das ist nicht schlecht. So, leider den Schneemantel und nicht die Speckschicht. Ich hätte auf jeden Fall lieber die Speckschicht gehabt, da der Schneemantel, ja, nicht wirklich relevant ist. Aber hey, ist in Ordnung. Dann haben wir Pampers auf Level 50 mit einem 134er Bizeps und 137er Hoden. Ne? Weil der hat auf jeden Fall Balls, der Typ. Der hat richtig dicke Balls. Ist unsere Spezialdefensive Death Wall. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann haben wir Motherfucking Fodder. Und Fodder ist unser stärkstes Pokémon, Leute. 150 Spezialangriff und das mit Level 49. Wir haben die Matschbombe, was eine 90er Stärke hat. Das Ding hat einen 150er Bizeps und dann hat es noch Giftstich. Es ist eine Stab, 90er Attacke mit 150 Spezialangriff und Giftstich, Alter. Das macht so einen immensen Schaden. Diese scheiß Giftattacke ist einfach unglaublich, Leute. Ja, die Verteidigung ist leider nicht so gut, die KP sind nicht so hoch, aber die Spezialverteidigung ist ultra hoch. 120 Spezialverteidigung, what? Okay. Dann haben wir Genki. Genki ist leider nicht mehr allzu weit gekommen. Wird uns in dieser Arena auch nicht viel bringen, muss ich ganz ehrlich sein. 124er Spezialangriff ist ganz okay. 101er Angriff und 101er Init ist auch in Ordnung. Aber halt nichts Besonderes an dem Punkt momentan noch. So, dann haben wir Devil Cry, den wir einfach mal als, ich würde sagen, als defensive Wall dabei haben. Um Hits zu tanken, denn wir sind in einer Elektro-Arena und wir haben eine super krasse Elektro-Schwäche. Und mit diesem Pokémon möchte ich diese Schwäche etwas im Zaun halten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir natürlich unseren Motherfucking Hellboy, der mittlerweile nicht so einen hohen Spezialangriff hat wie vorher. Aber trotzdem immer noch 148, was natürlich einfach nur krass ist. Mit dem Flammenkörper eine ganz okaye Spezialverteidigung, eine etwas mäßige Verteidigung, aber natürlich die KP stimmen und die Init ist auch nicht schlecht. So, das ist unser aktuelles Team und heute, meine Freunde, gehen wir in diese Arena. So, aber ich guck mal was. Pokémon Arena Sonnewick, Leiter Volkner. Okay. Alright. Ich habe keinen Elektromeister erledigen. Okay, ich habe auf jeden Fall keinen Zero gesehen auf diesem, hier auf diesem Dingens. Das heißt, Zero war tatsächlich noch nicht da. Okay, das ist ja cool. So, hier haben wir ein kleines Rätselchen. Gucken wir einfach mal, was die Trainer hier haben. Ich leade mit Mammutl in der Hoffnung, dass wir mit Mammutl noch 3-4 Level weiterkommen in dieser Arena, bevor wir den Arenaleiter machen. Ich bezweifle aber, dass wir da was reißen können. Pachirisu. Wobei, Pachirisu müsste eigentlich easy tötbar sein mit Schweinerei. Schweinerei mit Erdbeben. Schauen wir mal. Superzahn. Okay, der Superzahn macht die Hälfte an Damage. Ist aber nicht schlimm, weil wir können jetzt mit Pudersand geboostetes Erdbeben, was Stab ist, von einem 114er Bizeps abfeuern auf den Pachirisu. Und theoretisch müsste das killen. Ich weiß, es 10 Level weiter, aber okay, das reicht. Nice. Schön, okay, 1200 EP. Ja, mal schauen, ob sich das lohnt. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass der Arenaleiter definitiv ein paar Asse im Ärmel hat und dass es nicht so einfach wird mit einem Eis-Pokémon. Naja, gucken wir mal. So, ich möchte auf jeden Fall nochmal heilen. Da, 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 da.
So, und zwar alle KP. Ich weiß, das ist ultra harte Verschwendung, aber ich will, dass diese Schweinerei überlebt. Okay. Oh, warte mal, da war ein Trainer. Habe ich gerade übersehen. So. Natürlich machen wir alle Trainer, Leute. Das ist gar keine Frage. Ich will gewinnen und diesen Antrieb lege... Was? Ich in meine Gitarre? Du legst einen Antrieb in deine Gitarre. Nice. Bam, bam, badadadadam. Gitarrist Walter. Magnetilo. Ja, das Ding ist halt, Magnetilo könnte halt Lichtkanone haben, ne? Und Lichtkanone bumst halt einfach meine Schweinerei. Aber wir outspeeden Magnetilo. Wir outspeeden mit Schweinerei tatsächlich Magnetilo und nehmen es raus. Alter. Und das ist vierfach effektiv. Das überlebt er niemals. Also ich habe die Hoffnung, dass Schweinerei hier was macht. Alter, Luxio. Okay. Erdbeben. Auch den überholen wir. Ich habe mir überlegt, die Flinkklaue Schweinerei zu geben, damit er einfach ab und zu mal outspeedet oder so. Weil Hellboy ist eigentlich genug schnell und ja, wenn man mal ehrlich ist, Hellboy, wir sind in der Elektro-Arena. Elektro-Pokémon in unserem Level werden uns definitiv outspeeden. Das bedeutet eigentlich, dass Hellboy so oder so einen Hit tanken muss. Und Schweinerei eher für die Flinkklaue gedacht ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall lassen wir das mal momentan noch so. Scheint zu funktionieren auf jeden Fall. Also Schweinerei kommt hier ein gutes Stück weiter. Kann man eigentlich in der Arena den Kampfwander einsetzen? Ich probiere das einfach mal, just for the lols. Just for the lols, Leute. Ich will einfach wissen, ob das... Ah, das geht nicht. Ah, schade. Hier hätte man auf jeden Fall gut grinden können mit Schweinerei, Leute. Das hätte man definitiv tun können. Kann ich jetzt? Ja, ich kann. Hier durch, ne? Okay. Das ist die härteste Arena in der Sinnoh-Region, deshalb bin ich hier. Ah, okay. Zeig mir mal, wie hart du bist, mein Freund. Schulkind Joel Magneton. Ja, Magneton hat vermutlich bereits die Lichtkanone und er ist halt 9 Level weiter. Wir haben eine super miese Spezialverteidigung und ich weiß nicht, ob wir outspeeden. Ich glaube halt nicht. Wisst ihr was, ich gehe mal zu Genki raus, einfach weil ich mal... Elektroattacke geht er nicht, weil wir sind Boden. Wenn, dann geht er für eine Lichtkanone und ihr wird vierfach resistet. X-Tempo, Alter. Oh, sheesh. Okay, ich gehe für eine Aurasphäre. Oh je, ein Donnerblitz. Oh je, ein Step-Donnerblitz. Und er ist 5 Level höher. Ich hoffe, dass Genki das tankt, Alter. Ja. Aber knapp, Mann. Holy damn. Okay, und das muss auf jeden Fall killen. Das ist Step, Aurasphäre. Spezialverteidigung von Magneton ist, glaube ich, nicht allzu gut. Ja, das reicht. Okay, ich hätte gerne eine Vakuumwelle. Ich würde mich super sicher fühlen, hätte ich eine Vakuumwelle, aber... Leider hat Genki diese nicht. Ich weiß gar nicht, ab welcher Gen Vakuumwelle es gab. Keine Ahnung. So, dann machen wir das mal so. Da ist ein Pikachu. Sieh dir doch an, wie ich rumlaufe, Mann! Man sieht ja wohl, dass ich krass drauf bin. What the fuck, Alter? Oh je, hast du ein Pikachu oder so? Oh shit. Pikachu. Sie hat tatsächlich ein Pikachu. Aber Level 42 müsste auf jeden Fall machbar sein. Also, ne? Agilität. 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 Ah. Okay. Pikachu ist auf jeden Fall tot. Pikachu tankt kein Erdbeben. Nope. Eissplitter. Ja. Erdbeben. Nope. So, und das war's mit Pikachu. Somit kommt Schweinerei auf Stufe 39. Ich hoffe, dass sie ein paar gute Stats bekommt. 3 KP, 3 Init, 3 Angriff. Das ist super, Alter. Das ist super. Noch ein Pikachu. Nice. Ey, Leute, wenn wir hier nur den Kampfwander einsetzen könnten, wir könnten so gut dieses Ding leveln, Alter.
dann hätten wir tatsächlich ein neues MVP, weil es ist ein fucking Mamutl, Leute. Mamutl ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Mamutl ist super stark, aber es ist halt massiv underlevelt. Das ist halt das Problem. Na gut, hier sind es nur 3 Level, ne? Also, aber der Arenaleiter wird definitiv krassere Pokémon haben als das. Deswegen, ja, würde ich jetzt da die Hand nicht ins Feuer legen. So. Und das letzte Pikachu geht drauf. Die Pikachus können irgendwie nur Agilität hier, ne? Hat das überhaupt einen anderen Angriff? Irgendwie Slam oder Eisenschweif oder so? Alter, Eisenschweif wäre sehr, sehr verheerend. Wir haben zwar genügend KP, glaube ich, um einen zu tanken, aber das könnte trotzdem sehr, sehr krass sein. Lichtschild. Okay. Alles klar, also Schweinerei scheint es hier so zu gefallen in dieser Arena. Kann man einfach nur sagen, ne? Also, ich glaube, Schweinerei hat Spaß. Was auch krass gewesen wäre, wenn wir nicht entwickelt hätten und einen Evoliten gehabt hätten. Das wäre heftig gewesen. Aber, leider weiß ich nicht, wo der ist in dieser Gen. Du bist gemein! Das ist eine Schweinerei, mein Freund. Okay, der nächste Trainer. Bisher ist nur Lucario geschwächt und in Lucario können wir eh nicht allzu oft rein switchen. Und ja, Fodder resistet Elektroattacken und hat einen 120er Spätstef, ne? Also wir können unter Umständen auch in Fodder rein switchen, wenn wir wollen. Okay, da kommt ein Raichu. Oh. Level 47, Alter. Holy shit. Will ich einen Level 47er Eisenschweif tanken? I don't know. Ich gehe mal zu Devilcry raus, einfach um sicher zu sein. Ich habe echt keinen Bock auf einen 47er Eisenschweif, Alter. Nee, er gibt für einen Ruckzuck-Keep. Lol. Das wird immunisiert. Nice. Dann gehe ich mal für eine Schemenkraft. Jetzt kommt der Donnerblitz, Alter. Der Raichu outspeedet mich einfach. Er hat also nur Ruckzuck-Keep. Okay, das ist interessant zu wissen. Keine Para, bitte. Dankeschön. Ey, bei der Grind, beim Grinden, ne, habe ich auch wieder einen Crit-Para bekommen. Instant. In der ersten Runde, Alter. Lucario wäre fast draufgegangen beim Grinden. So, okay. Schweinerei kommt. Schade, dass ich die EP nicht für Schweinerei gehabt habe. Aber, Leute, das war mir einfach zu heiß. Also, eins der Pokémon hier muss Eisenschweif haben. Ne? Weil, ich meine, was machen die, wenn ein Boden-Pokémon reinkommt? Was machen die dann? Haben die eine HP oder so? Keine Ahnung. Okay, ah, Moment. Ich... I see. Ich suche nur nach starken Trainern. Ja, irgendwie haben hier alle, ne? Irgendwie wollen hier alle auf starke Trainer. Das ist Hedwig. Lol. Electek. Oh shit, Alter. Schon wieder ein 47er Viech, Mann. Ich würde so gerne Erdbeben, aber Electek kann mich halt einfach wegklatschen, Mann. Wenn es ein Ableithieb kann oder ein Feuerschlag, dann bin ich instant weg, Mann. Das ist ein Problem. Ich gehe mal zu Hellboy raus, einfach mal um zu scouten. Hey, guck mal, dein großer Cousin, Alter. Es ist Hellboy. Und da ist der Eisenschweif. Und wir resisten den. Aber der macht trotzdem noch einiges an Schaden dafür, dass er resistet ist, ey. Okay, Flammenwurf. Oh, er outspeedet mich. Oh, er outspeedet mich. Electek. Alter, das ist ein fucking Electek. Es ist nicht mal ein Electrovire. Und Electek outspeedet mich schon in diesem Level. Macht zwar nicht allzu viel Damage, aber ich weiß nicht, ob er... Ja, er überlebt es. Und ich kriege natürlich auch keine Flinkklaue. Alter, ein Crit wäre so bitter. Und wir kriegen natürlich die Para, Alter. Und Instant Full Para, Mann! 10%! Was soll die Kacke jetzt wieder?
outspeedet Vodder? Es hat einen Init-Punkt mehr als Hellboy. Ich glaube nicht, dass Vodder outspeedet, Alter. Und nach dem Donnerblitz wird er für einen Eisenschweif gehen und das tanke ich dann halt nicht mehr gut, ne? Ich muss zum Devil Cry raus, Alter. Oh, Minjong, ey. Minjong. So, die Schockwelle kommt. Bam. Wird aber easy getankt. Giratina ist einfach die krasseste spezielle Death, die es gibt im Spiel. Das Ding ist so krank. So. Alright. Raichu kommt rein. Ich scoute jetzt mal, okay? Ich gehe mal für eine Drachenklaue, weil ich... Schaufler. Ein Schaufler kann das Ding also. Okay. Das ist interessant. Alright, dann gehe ich jetzt für eine Drachenklaue. Drachenklaue. Das macht einfach nichts, Mann. Devil Cry ist zu krass. In der Verteidigung. Im Angriff nicht. Ne, ich meine, das killt nicht. Und wir haben den fucking Drachenzahn. Und natürlich trifft mich die Statik. So, ich wechsle mal zur Schweinerei, weil ich glaube, dass er wieder für einen Schaufler geht. Alter, wenn er jetzt für einen Eisenschweif geht, dann... Salve Maria Spiritus Sancti. Okay, das trifft mich zwar stark. Mein Schaufler ist stark, aber Schweinerei wird es tanken auf jeden Fall. Und ich gehe für eine Erdbeben. So. Schauen wir mal, wie viel der... Das macht nichts, Alter. Ich glaube, ich könnte sogar einen Eisenschweif tanken. Eisenschweif, was hatte das für eine Stärke? 90er? Oder 100er? Ich glaube sogar eine 100er. Dafür nur 70 Genauigkeit oder so? Oder verwechsel ich da gerade was? Ja, kann auf jeden Fall kritisch werden, wenn es nämlich sehr effektiv ist. Ne? Dann GG. Okay, aber... Scheint uns immer noch gut zu gehen. Ja, ich gehe jetzt mal heilen, Leute. Ich weiß, es ist lame und bla und ne, wir brauchen wieder Zeit und so, weil das Rätsel muss ja neu gemacht werden. Aber guckt euch mal unser Team an. Die Hälfte davon ist paralysiert. Ja, ihr seht ja nicht viel, wegen den super Sonnenstreifen. Ne, wegen den coolen Sonnenstreifen hier, yay! Ja, das ist super. Das ist nice. Aber ich weigere mich gerade, die Spotlights anzumachen und die Rollläden runterzulassen, weil es dann einfach wieder 2 Milliarden Grad warm wird hier und es ist sehr, sehr warm gerade. Deswegen, sorry Leute, müsst ihr halt diese blöden Streifen hier aushalten. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Haben wir mal ein bisschen natürliches Tageslicht hier in Aufnahmen. Heilige Mutter Maria, Alter. Also, guckt euch mal unser Team an. Hellboy ist fast tot. Paralysiert. Devil Cry ist paralysiert. Genki ist fast tot. Schweinerei hat sich besser geschlagen als gedacht, Mann. Muss man einfach sagen an der Stelle. Richtig nice. Bam, 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 ba-da-da-da-daum. Okay, also Raichu hat Schaufler. Was Schweinerei schon Damage macht, aber nicht so viel wie gedacht. Ja, Giratina tankt hart. Krass, alle Hits. Hellboy wird leider outspeedet von dem blöden Electek. Was mich nervt. Das sind alles Infos, die wir jetzt sammeln können, um im finalen Kampf gegen den Arenaleiter dann Bescheid zu wissen. Was haben wir noch gegen was haben wir noch gekämpft? Pikachu, die konnten uns gar nichts machen.
Der Damage, wie gesagt, von Raichu war meh. Was haben wir noch gekämpft? Magnetilo und Magneton. Was war nochmal? Magneton hat was gemacht? X-Tempo, ne? Und dann Donnerblitz. Wir haben aber keine Lichtkanone gesehen. Ja, eine Lichtkanone wäre verheerend. Weil die Spezialverteidigung von Dingens ist garbage und ja, es ist eine Stab-Attacke, anders wie Eisenschweif von Pikachu oder Raichu oder was auch immer. Ja, das wäre richtig mies, wenn uns da eine Lichtkanone erwischen würde. Aber gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Oh, und da ist Volker. Das hat unser Arena-Leiter mit der Arena angestellt. Das ist, als ihm langweilig war, ja, nice. Sehr schön. Okay, es geht weiter, Freunde. Gitarrist Felix, Luxio. Okay, Luxio kann uns eigentlich nicht viel, ne? Also Schweinerei hat gegen Luxio einen guten Job gemacht, so. Wir outspeeden das Ding einfach und töten es easy. Und das ist auf Level 45, das Teil. Das ist so krass, Mann. Alright. Dann töten wir das Luxio. Fast auf Level 40, Alter. Wenn wir doch nur dieses dreckige Kampfwander-Item einsetzen könnten, das wäre so gut. Alter, mit Knackrack und Morlord würden wir hier durchrennen. Das ist absolut crazy. Aber Schweinerei macht echt einen guten Job. Schweinerei tötet einfach alles in der Arena gerade. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Arena-Leiter so einfach sein wird. Ich glaube, der hat irgendwas in der Hinterhand. Alter, wenn da ein Elevoltech kommt mit Fire Punch, dann ist das Ding weg, Mann. KP, Init und Angriff. Ey, nice, Mann. Nice. Schweinerei wird immer stärker. Noch 10 Level und dann ist das Ding ein Monster, sag ich euch. Übrigens, ich habe Schweinerei, was ihr noch gar nicht wisst, ich habe Schweinerei die Lawine beigebracht. In dieser Gen funktioniert sie, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe das auf jeden Fall anders in Erinnerung. Oder ist es Lake? Ne, ich glaube, das war Lake, was ich in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall wurde der Anwender vom Gegner in dieser Runde getroffen, erzeugt diese Attacke doppelten Schaden. Das heißt, es ist eine 120er Stab-Eis-Attacke. Und ja, Schweinerei ist jetzt mit 80 inne nicht langsam, aber definitiv auch nicht schnell. Also es ist unser langsamstes Pokémon im Team, ne? Das heißt, es kann den einen oder anderen 120er Eis-Stab raushauen. Okay, wenn nötig. Und wie gesagt, die physische Death ist ja stärker als die spezielle. Das wird sehr interessant werden, Freunde. Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Okay, wie komme ich da? Oh, ich kann da einfach durchlaufen. Lol. Alright. Und das sieht mir nach dem letzten Trainer aus, glaube ich, in dieser Arena, oder? Da müssen wir mit einem Level 40er... Mit einem Level 40er Pokémon gegen den... Oh, shit, Alter. Das wird krass werden. Electek. 47. Okay, Moment. Was hat Electek beim letzten Mal gemacht? Er hat X... Was hat er gemacht? Eisenschweif hat er gemacht. Eisenschweif hat er rausgehauen, der Boy. Okay, will ich zu Vorder? Will ich zu Pampers? Will ich zu Genki? Weder noch, Alter. Genki tankt definitiv keinen Donnerblitz. Das Einzige, was mir eigentlich übrig bleibt, ist Devil Cry. Und ich glaube, Devil Cry resistet die Stahlattacke, oder? Also... Stahl resistet Drache, definitiv. Aber ist es auch umgekehrt? Ich glaube nicht. Dennoch wird es fast praktisch gar nichts abziehen, wahrscheinlich. Ich gehe zu Devil Cry. Electric ist einfach zu schnell. Ja. Puh. Ich glaube zwar, es ist nicht Stab und ich glaube sogar, dass Mammutl das überleben würde. Aber ich will definitiv das Risiko nicht eingehen. Ich gehe mal für Unheilböen. Vielleicht kriegen wir 10% Boost. Boost. Ne, Devil Cry kann nämlich mit 2 Attacken boosten. Oh shit. Das hat gar nichts gemacht. Ja, da sieht man wieder, wie wenig Schaden Devil Cry eigentlich macht. So.
Ja, er hat den Eisenschweif verfehlt. Wie gesagt, das hat, glaube ich, nur 70 Genauigkeit. Von daher, Magneton. Jetzt kann ich scouten. Ich scoute mal. Ich gehe mal für Unheilböen. Ich scoute mal, ob er Lichtkanone hat. Weil wenn er Lichtkanone hat, dann wird er für Lichtkanone gehen. Spiegelsalve. Was war das noch gleich? Okay, das macht nicht so viel. Was war Spiegelsalve noch gleich, Alter? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gehe ich mal für eine Schemenkraft, verschwinde. Spiegelsalve geht natürlich daneben. Was zum Teufel war Spiegelsalve? Das war auch eine Stahlattacke, aber die waren definitiv nicht so stark wie Lichtkanone. Ich glaube, Spiegelsalve hatte Stärke 60 oder so, oder 40 oder 60? Ich weiß es nicht mehr. Eins der beiden. Genauigkeit sinkt. Oh, shit. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gehen zu Hellboy raus. Gehen zu Hellboy raus, tanken die Spiegelsalve und feuern einen Flammenwurf zurück. Schauen wir mal, wie viel Damage das macht. Ja, das macht schon etwas, ne? Für dafür, dass es resisted ist? Also, muss man echt sagen. Schade, dass ich Schweinerei nicht noch jetzt diese 2 EP abgreifen lassen konnte, aber es ist, wie es ist, Freunde. Es ist leider, wie es ist. Der Astrainer Mark ist dafür im Arsch. Okay. So, blub. Wie kommen wir jetzt weiter, bitte? Nice, wir sind bei Volker und somit endet unsere 27 Minuten Folge. Leute, wie gesagt, es tut mir leid, ich weiß, es ist nervig, wenn ich immer cutten muss an solchen spannenden Stellen, aber ich erinnere euch, in ein paar Tagen ist die Gamescom und ich muss vorproduzieren und ich kann es mir nicht erlauben, dass jetzt noch ein 15 Minuten Kampf kommt und ich dann eine 40 Minuten Folge habe, wo ich hätte easy 2 draus machen können. Oder eine 50 Minuten Folge sogar, ne? Ihr versteht mich, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn wir den Kampf erst beim nächsten Mal machen, aber dann habt ihr was, auf was ihr euch freuen könnt. Mal wieder ein spannendes Battle, das wird definitiv ein hartes Battle. Ich hab da was im Gefühl, ich hab da was im Agar Feeling. Woohoo! Ja. Na Leute, ihr wisst Bescheid. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, wenn ihr gehypt seid. Und ja, entweder sehen wir uns auf der Gamescom oder im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss!